Hallihallo, ihr Lieben. Es wird mal wieder Zeit, Stifte zu testen. Ich habe beim Action dieses Stifteset bekommen für 2,49 Euro. Link packe ich in die Videobeschreibung, denn das Set ist ganz offiziell über die Webseite lieferbar. Das hat man gar nicht immer. Also manchmal kann ich Produkte kaufen beim Action, die auf der Webseite nicht sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht damit zusammenhängt, wie weit verbreitet diese Ware ausgeliefert wurde. Aber das ist nur eine pure Vermutung. Das Set heißt Limited Edition Writing Set, especially for a Black Bullet Journal. Wir haben hier Gelpens for Black Pages und Metallic Markers. Muss ich das übersetzen? Also es ist ein Stifteset, das tatsächlich dafür geeignet sein soll, dass man damit auf Schwarz malen kann. Und wir haben einmal Metallic Stifte und wir haben Gelstifte. Und wir werden das natürlich gleich ausprobieren. Ich möchte aber vorab gerade noch mal zu den letzten beiden Videos etwas sagen und zu euren Kommentaren. Ich möchte mich erstmal wieder ganz, ganz herzlich bedanken für eure Kommentare. Die sind für mich als Rückmeldung sehr, sehr wichtig, weil sie mir dann Bestätigung geben, mir Rückhalt geben, mir zeigen, das passt nicht. Wie auch immer. Also auch Kritik wird von mir angenommen. Ich versuche sie dann auch zum Teil umzusetzen. So war der Bedarf, der Wunsch gewesen oder ein Kritikpunkt gewesen. Mensch, bereite dich doch bitte etwas besser vor. Jetzt müsst ihr wissen, ich habe immer so ein Zettelchen, den ich mir beschrifte. Das ist auch schon mal so ein Zettelchen. Ich zeige den auch schon mal, ne, was ich dann versuche abzuarbeiten. Bei den Washis bin ich immer noch nicht weitergekommen. Und an dem ich mich ein bisschen entlanghangel. Aber wie das so häufig ist, sowohl im Leben, aber eben auch beim Basteln, entstehen Ideen beim Tun. Und ich fand einen Kommentar sehr schön. Ich habe mir jetzt wieder den Namen nicht notiert. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich zwar genau weiß, wer mir ganz häufig kommentiert und mich dann auch echt sehr freue, auch von den gleichen Menschen immer wieder so liebe Rückmeldungen zu bekommen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer geschrieben hatte, dass kreativ sein ist wie Popcorn. Das fand ich ein ganz tolles Bild. Es ist, man packt halt was in einen Topf und dann fängt es an zu ploppen und zu arbeiten. Und das fand ich ein ganz tolles Bild. Und so ist es. So ist es bei mir sowieso, aber es ist gut zu wissen, dass es bei euch auch so ist. Und ich fand es auch sehr schön, dass ich könnte. Es gibt YouTuber, die eine Karte 1:1, also wirklich vorbereiten bis ins Ende und das dann im Video genauso nacharbeiten. Dann natürlich auch alles perfekt vorbereiten. Das sind sehr häufig tatsächlich Stamping-Up-Demos, die ihre Produkte auch entsprechend präsentieren. Das ist nicht mein Ziel und auch nicht, ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe an. Meine Aufgabe, und das fand ich auch sehr lustig, ich hatte jetzt einen Kommentar, und das soll, ich hoffe, dass niemand das als Kritik sieht an den kritischen Kommentaren. Also ich, die sind tatsächlich willkommen. Aber nichtsdestotrotz muss ich zugeben, dass manche Kommentare mich auch amüsieren. So hatte ich jetzt einen Kommentar bekommen, dass mir gesagt wurde, da war ja nicht viel Neues bei. Und wo ich dachte, ach wie süß, wenn das ein Kriterium wäre für YouTube-Videos, dass etwas Neues gezeigt werden muss, dann wäre YouTube sehr, sehr viel kleiner. Weil auch dieses Stifteset, ich bin davon überzeugt, dass das schon jemand anders ausprobiert hat. Ja, wenn es nur darum geht, dieses Stifteset ein einziges Mal vorzustellen, okay. Aber ich werde es jetzt gleich noch vergleichen. Vielleicht, ich weiß es noch gar nicht. Ich habe es so im Detail noch nicht geplant. Ich habe hier so einen riesigen, eine super uralte Tasse. Die ist tatsächlich noch aus meinen Kindertagen. Also diese Tasse ist 45 Jahre alt, nur damit ihr mal eine kleine Vorstellung davon habt, dass ich auf die 50 zugehe und kein Jungspund mehr bin, falls ihr das noch nicht wusstet. Also ich weiß noch gar nicht, was ich hiermit gleich tun werde, ob ich prüfen werde. Ich werde natürlich prüfen, ob sie auf Schwarz funktionieren. Ich werde mal spaßeshalber ausprobieren, wie reagieren sie auf Weiß, wie sieht das aus. Und was ich sonst noch tue, weiß ich jetzt noch nicht. Und was andere getan haben, habe ich noch nicht mal geprüft, weil wenn ich das tun würde, dann könnte ich keine Videos mehr für euch drehen, weil ich nichts anderes mehr tun würde. Und das
ist nicht im Sinn des Erfinders. Und ich habe auch nie behauptet, dass ich hier komplett neue Ideen reinbringe. Das finde ich, fand ich auch deswegen so spaßig und so spannend, weil ich, als ich den Vertrag von meinem Buch zugeschickt bekommen habe, der auch unterschreiben sollte, dass diese Ideen kein Urheberrecht verletzen. Und ich habe das gelesen und gedacht, das unterschreibe ich nicht. Nee, das unterschreibe ich nicht. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Tim Thaler, der sein Lachen verkaufen soll. Und habe gesagt, also Papier kann man nach rechts, nach links, vielleicht nach oben und nach unten. Und dass nicht jemand auf ganz genau die gleiche Idee kommt, eine Karte zu gestalten und dann am besten noch in einem anderen Land mit einer anderen Sprache. Wie soll ich das denn bitte recherchieren? Und man hat mich tatsächlich ins Internet geschickt und ich sollte mir Begriffe überlegen, worunter meine Kartentechnik stehen könnte. Und das war eine wilde Zeit von meinem Buch. Und das werde ich nicht mehr tun, denn ganz sicher nicht. Also das Gute ist, und das fand ich auch einen ganz tollen Hinweis, einen ganz wichtigen Kommentar für mich, für mein, ja, für mein Gefühl, es klingt jetzt so komisch, dass irgendjemand schrieb, ich glaube, ich weiß nicht, Nicole, warst du es, deine wachsende Zuschauerzahl, deine wachsende Abonnentenzahl zeigt doch, dass du eigentlich alles richtig machst. Und ja, so, das soll es gewesen sein, einfach nur mal als Rückmeldung, dass mein Ziel ist nicht Innovation, sondern mein Ziel ist Inspiration und Motivation. Also ich möchte euch zeigen, lohnt es sich, diese Stifte zu kaufen? Und wenn ja, was kann man damit machen? Kurz gesagt. So, und das war's. Jetzt schneiden wir das Ding auf und schauen es uns an. Ja, man sollte keine Schere nehmen, sondern ein Cuttermesser. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht so ein Freund von Cuttermessern bin. Ist einfach so. Aber gut. So. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt auch gar nicht so überraschend. Wir haben leider wieder Plastik. Das finde ich ja immer schade. Thema Verpackung. Ich glaube, ich muss da tatsächlich mal Kontakt aufnehmen. Ich habe mir sowieso vorgenommen, als Verbraucher grundsätzlich viel mehr Rückmeldung zu geben. Ich habe jetzt gar kein ganz schwarzes Papier genommen, sondern mein übliches anthrazitfarbenes. Ich überlege gerade, ob ich noch ein schwarzes dazu nehme, dass man tatsächlich einen Vergleich hat. Komm, das machen wir. Weil so ein Tiefschwarz macht doch vielleicht nochmal einen Unterschied. Und wenn jetzt tatsächlich irgendjemand das schaut, der Bullet Journal betreibt und halt ganz schwarze Seiten hat, dann soll der auch den Unterschied sehen können. Dann haben wir jetzt hier einmal das anthrazitfarbene Papier und das andere. Und wir starten einfach von links nach rechts. Also wir starten mit den Gelstiften. Und ich überlege gerade, wie ich es mache. Also ich kann jetzt entweder relativ mittig schreiben oder ich könnte einfach ja sowohl mittig schreiben, dann kann ich es als Mattung verwenden. Ich kann es aber sowieso auch von der anderen Seite verwenden. Oder aber ich mache jetzt schon Dinge, mit denen ich hinterher dann weiter basteln kann. Aber ich glaube, heute mache ich einfach mal so. Okay. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht. Ich halte es gleich näher hin. Also das finde ich jetzt ein Scherz, weil das ist für mich nichts, was man auf Schwarz gut sehen kann. Ich halte gleich alle drei in die Kamera, aber ich nehme jetzt tatsächlich ein weißes dazu. Ja, man kann es irgendwie lesen. Aber ich glaube, ihr seht es in der Kamera, dass es auch nur irgendwie auf dunkel lesbar ist. Also der erste fällt schon mal durch. Dann schauen wir uns mal dieses zumindest theoretisch Neongelb an. Könnte auch wieder Schriften schreiben. Aha, interessant. Das muss ich nochmal ausprobieren. Ne, es bleibt dabei. Auch das halte ich wieder in die Kamera. Also, ihr seht, auf dem anthrazitfarbenen ist die Wirkung gar nicht, auf dem schwarzen ein wenig und die Farbe kommt eigentlich auf weiß nur richtig aus. Also auch der würde ich sagen, für dafür, dass das Ding heißt Especially for a Black Bullet Journal, durchgefallen.
So, dann einmal was zum Thema, wie schreiben sich die Stifte? Die Spitze sah jetzt ehrlich gesagt nicht sehr vertrauenserweckend aus. Also ich habe gedacht, so, okay, das sieht jetzt nicht so aus, als ob man damit schön schreiben kann, aber sie lassen sich gut schreiben, sind nicht so hart, wie sie aussehen. Aber wir bleiben dabei, das ist ja wohl ein Scherz, oder? Also, sorry, wer das tatsächlich nur kauft wegen Schwarz, also um auf Schwarz zu schreiben, nicht für die Gelpens. Wir werden es weiter ausprobieren. Das ist Neon Pink. Ja, ich mache jetzt mal alle hintereinander weg. Da sehe ich ja noch nicht mal, wo ich geschrieben habe. Pink. Pink. Auf Weiß sind die schön. Ja, aber das ist ein Scherz. Das ist aber echt ein Scherz. Habe ich da was falsch verstanden? Nein, das steht eindeutig hier. Gelpens for Black Pages. Echt jetzt? Naja, rot ist jetzt ein bisschen. Also entweder habe ich hier gerade einen totalen Knoten im Kopf und mache irgendwas falsch. Ich wüsste nur nicht was. Das ist auch putzig. Leute, ach so, das soll Silber sein. Naja, es ist eher schwarz. Ah, doch, hier ist es Silber. Das ist der erste Stift, der funktioniert. Auf Schwarz. Der ist gut. Der ist sogar, den finde ich richtig gut. 2,50 € für einen silbernen Stift finde ich jetzt gerade noch unangemessen. Wir probieren aber noch weiter, weil es lässt mich vermuten, dass Gold und Weiß vielleicht auch gut funktionieren. Oh ja. Und Weiß. Oh, sehr schön. Ja, Weiß auf Weiß brauche ich eigentlich nicht zu probieren, aber ich mache es jetzt der Vollständigkeit halber. Aber jetzt wollen wir auch mal direkt mit dem Jelly Roll. Der Jelly Roll kostet, glaube ich, alleine mehr als 2,49 €. Ich kann jetzt natürlich nichts über die Haltbarkeit sagen. Ich habe das Set ja gerade erst aufgemacht. Ich kann jetzt nur was darüber sagen, wie der schreibt und wie die Farbe bleibt. Oh ja, man sieht aber. Ja, wir vergleichen das gleich mal. Jelly. Und Action. Dann können wir das uns gegebenenfalls auch am Ende des Videos nochmal angucken, um zu sehen, wieso die Unterschiede sind. Gut, gehen wir es durch. Also auf dem anthrazitfarbenen funktioniert Gold-Weiß. Das Gelb funktioniert. Das Silber okay. Das Rot könnte man vielleicht noch gelten lassen und den Rest, den muss man schon, man kann ihn irgendwie lesen, aber nicht gut. Ich weiß nicht, wie eure Wertung ist, aber das wäre mein Fazit. Auf dem Schwarzen funktioniert tatsächlich nur, meiner Meinung nach, Silber, Gold und Weiß. Die dafür aber sehr gut, wobei das Gold nicht sehr Gold ist. Das schreiben wir auch nochmal nach. Das wird je älter, also je trockener es wird. Am Anfang sieht es sehr gut aus. Und dann verblasst das Gold irgendwie mit dem Trocknen. Das ist ein bisschen schade. Und spontan, ja, ist das Jelly Weiß gleichmäßiger als das Action Weiß. Das muss ich jetzt dann doch feststellen. Hier merke ich den Unterschied nicht ganz so deutlich. Hier schon ein bisschen mehr. Aber das gucken wir uns nachher nochmal an. Wir machen jetzt noch weiter. Ach so, die Stifte funktionieren lustigerweise auf Weiß eigentlich recht gut. Aber das war ja nicht im Sinne des Erfinders. Okay. So, wir schauen uns noch die anderen 5 Stifte an. Von denen erhoffe ich mir etwas mehr. Die erwarte ich jetzt dicker. Marker. Okay. Das ist kein Brush Pen.
Pen. Deswegen werde ich damit nicht lettern, also nicht kein Handlettering oder Brushlettering machen können. Handlettering natürlich immer schon. Ja, also die schreiben deutlich dicker, richtig dick. Damit kann ich also auch nicht fein schreiben. Die funktioniert, also der funktioniert auf jeden Fall auf Schwarz, sehr gut. Dann haben wir Grün. Oh, toll. Grün. Dann haben wir Gold, der kommt auf Anthrazit überhaupt nicht raus. Auf Schwarz ein bisschen, aber ich merke schon direkt, dass es beim Verblassen nachlässt. Ich halte es euch gleich wieder näher in die Kamera. Dann. Also, die schreiben sehr dick. Also, da muss ich ja tatsächlich, damit das lesbar ist, schon sehr groß schreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich die zum Schreiben nutzen würde. Ich glaube, ich habe schon gleich eine Idee, was ich daraus für eine Karte bastel, weil ich habe euch ja versprochen, egal was ich zukünftig zeige, hinterher wird noch eine Karte gebastelt. Ach so, blau. Blau. Und noch ein rosa. Okay, schauen wir es uns an. Wir haben Silber, was mehr ein Grau ist. Also auch das Silber hier. Und das Silber ist mehr Grau. Also nicht so ein Silber, wie man es sonst kennt. Das Grün kann man erkennen. Das Gold ist. Ja, man könnte jetzt sagen, ein Altgold. Das Blau ist ein Babyblau, lustigerweise. Also wenn es dann trocken ist, wird es langweilig. Das ist in dem Augenblick, in dem man es schreibt, tatsächlich sehr schön und das Rosa eigentlich ähnlich. Ich habe das Gefühl, er stellt nicht ganz scharf. Ich hoffe, es klappt. Dann gucken wir uns hier das nochmal an. Da ist das Silber etwas mehr silbrig. Sogar ein bisschen mehr silbrig als der dünne, aber auch nicht richtig silber. Ich gucke mal gerade, ob ich müsste theoretisch sogar noch einen Qualitätsstift haben. Den habe ich bestimmt bei meinen Weihnachtsstiften schon dabei. Das ist ja ganz spannend. Huch. Das war jetzt einer, wahrscheinlich sogar auch vom Action. Dann haben wir hier einen von Pentel. Ja, da kann man den Unterschied gut erkennen. So, also das hier ist Pentel. Und wenn man da mal vergleicht, ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen könnt, dann erkennt ihr, dass das hier Silber ist und das ist mehr Grau. Also es ist okay. Das Grün. Ja, finde ich, ist besser, wirkt besser als auf dem Anthrazit. Ist lebendiger, ist leuchtender. Das Gold ist ein bisschen deutlicher. Das Blau ist auch lebendiger. Seht ihr das? Es ist deutlich leuchtender und das Rosa auch. Also der Metallic-Effekt kommt auf dem Schwarz tatsächlich besser raus. Aber es ist schade, in dem Moment, wo es trocken ist, wird es deutlich langweiliger. Ich mal gerade noch mal. Wenn ich so nah bin bei euch, ne? Also wenn das ganz frisch ist und noch nicht trocken, dann ist das so, hat das einen ganz schimmernden Effekt. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht hält. Und ja, auf Weiß funktionieren alle Farben recht gut. Das Gold ist fast mehr Curry, das Silber ist mehr Grau. Ja, also wenn ihr mein Fazit hören wollt, ich würde es mir jetzt nicht kaufen unter dem Aspekt. Ich kram mal gerade Stifte raus, die ich in dem Augenblick tatsächlich für besser geeignet halte.
unterrichten könnte. Und zwar habe ich in einem der Videos diese Stifte vorgestellt. Ihr müsst auf dem Vorschaubild mal gucken, auf welchem Video das war. Wenn ich dran... Ja, ich muss mal gucken, ob ich tatsächlich mal eine eigene Playlist mache mit Stifte. Einfach Stifte-Haul. Das wäre eine Idee, weil... Jetzt vergleichen wir das mal. Obwohl... Ah, das hatte ich jetzt in Erinnerung, dass die auch auf Schwarz funktionieren. Aber das war ein Irrtum. Ich hatte es in Erinnerung. Dann muss ich jetzt meine eigenen Videos... Jetzt schreibe ich mit rosa-blau, ist ja egal. Dann muss ich mir tatsächlich meine eigenen Videos angucken, um herauszufinden, welcher der Stifte... Ach, ich weiß sogar schon, welche. Ich habe sie hinter mir liegen. Ich habe die hier in Erinnerung, dass die funktionieren auf Schwarz. Gerade einmal prüfen. Ja, und dann prüfen wir gleich auch mal, wie die Farbe bleibt. Und es gab noch weitere. Ich habe ja da verschiedene, aber auf diesem Anthrazit, das Anthrazit schluckt tatsächlich die Farben sehr. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter auszuprobieren. Ach so, das war jetzt mehr. Egal. Schreibe ich zweimal grün. Es ist aber auch mehr grün hier. Ah ja, der funktioniert auch nicht so gut wie der. So, dieses Stifteset kostet, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, müsst ihr auch mal einmal gucken, in welchem Video ich die vorgestellt habe. Ich meine 1,49. Und wenn ihr das mal vergleicht, das Blau und das Blau, das Rosa mit dem Pink und das Grün mit dem Grün, dann finde ich die tatsächlich besser. Also das sind diese Stifte. Ich bin mir relativ sicher, 1,49 gibt es aber leider nur in zwei Ausführungen. Aber hier habt ihr ja auch nur 5 Stifte bei gehabt in diesem Set. Aber Entscheidung wird natürlich euch überlassen. Und jetzt basteln wir trotzdem noch eine Karte damit. Es ist schon mal auf jeden Fall klar, wir arbeiten auf Schwarz. Wir arbeiten mit Blau, Grün und Rosa. Damit, damit, damit. Ich glaube, Silber, Gold kommt da gar nicht so zum Tragen. Wir brauchen einmal eine schwarze Karte. Die schneide ich zu auf 9,6 mal 13,9. Nehme mir mein Stone Board. Bin mal gerade so frei und räume die Stifte wieder ein. Dann habe ich hier nicht so ein Chaos. Was sind denn eure Erfahrungen, eure Eindrücke von dem Set? Das haben doch bestimmt schon ein paar auch gekauft. Ist denn eure Meinung, eure Erfahrung, euer Eindruck? Ja, sagte ich ja gerade schon. So, und ich möchte gerne... Das ist jetzt gerade nicht greifbar, das macht nichts. Ich hoffe, dass das hiermit auch funktioniert. Ich möchte gerne Linien ziehen und fange jetzt einfach irgendwo an und mache jede zweite Linie. Sofern ich es hinbekomme, die hier. Nee. Zack, dann ist es... Ich krieg es nicht hin, dann ist es jede dritte Linie. Ah, jede dritte Linie mache ich. So.
ziehe einmal runter. Ich muss mich gerade tatsächlich ein bisschen konzentrieren, dass ich die Spur nicht verlasse. Muss man doch mal ein bisschen sanft nachfühlen, wo die Rille so lang geht. Ich habe jetzt, als ich das Papier angelegt habe, auf gar nichts geachtet, wenn ich ehrlich bin. Weshalb es auch gefährlich ist, dass ich nicht verrutschen darf. Weil ich es nicht wieder herstellen kann, ohne quasi viel Testerei. Ich hatte mich auch kurz gefragt, ob ich es festkleben sollte. So, das heißt, ich habe jetzt hier so Rillen erstellt, war ich überhaupt im Bild hier einigermaßen, und möchte das Ganze jetzt noch mal drehen und wiederholen. Und zwar ist mein Ziel, dass ich entweder Vierecke oder Rauten erstelle. Da bin ich mir noch gar nicht ganz sicher, was ich will. Wenn ich so mache, habe ich mehr Rauten. Das mache ich jetzt einfach. Ich werde nur die Schwierigkeit haben, ich muss das Papier gleich umsetzen, weil ich hier über den Rand sonst hinwegkomme. Muss man gerade noch mal gucken. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Wir starten hier. Und ich gehe 1, 2, 3. Eine Rille. 1, 2, 3. Also auch da war mir jetzt gar nicht wichtig, was ich, wie meine Kästchen aussehen, die ich hier erstelle, sondern dass ich Kästchen mache. Also man kann natürlich jetzt sich noch bewusst dafür entscheiden, dass man eben Rauten oder große Quadrate oder wie schief die Rauten sein sollen. Das kann man natürlich jetzt alles hierüber genau beeinflussen. Mit dem Zählen ist ein bisschen mühsam, aber es funktioniert. Gerade auch zur anderen Seite. 1, 2, 3. 3. 3. 3. Huch. Nicht verrutschen. Warte mal gucken, hier war ich hier. 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 So, und jetzt machen wir es mich selbst gespannt. Jetzt würde ich einfach das hier anlegen. Hier sehe ich ja die Linie und ich habe ja hier meinen Hilfsstrich. Und jetzt fehlt mir hier noch eine Linie und hier noch eine Linie. Dann bin ich auch schon durch. Und dann habe ich jetzt so ein Rautenmuster. Und jetzt habe ich zwei Ideen. Man sieht das im Video so schlecht. Das sieht ganz hübsch aus. Ja, man kann es einigermaßen erkennen. Ich habe jetzt zwei Ideen. Meine ursprüngliche Idee war, dass ich die Kästchen ausfülle. Ich denke gerade ernsthaft darüber nach, von welcher Seite ich es nehme, denn die Seite ist auch cool. Die gefällt mir auch. Die finde ich besser. Ja, und wir malen aus. Und jetzt ist noch die Überlegung, ob ich das symmetrisch mache. Oder aber, ob ich zufällig mache. Also ich kann ja jetzt wiederkehrend machen, also jeden was auch immer wie vielten. Oder aber ich kann einfach ein paar der Kästchen ausmalen. Und ich überlege gerade, wie ich es hinbekomme, dass es gleichmäßig ist. Ob ich einfach den Rand mitnehme.
Das würde mein Leben natürlich sehr einfach machen. Ja, das macht mein Leben einfacher und dann mache ich das auch so. Wobei das andere schöner aussah. Also, wenn ihr da Geduld habt, dann macht das. Aber es ist dadurch, dass die Spitze so dick ist, tatsächlich nicht ganz einfach. Na, warte, ich mache noch hier einen am Rand. Die Spitze ist so dick, dass man wenig Beherrschung hat und wenig Feingefühl. Das ist ein trauriges Manko. Tatsächlich. Sicherlich auch für Schreiben, wenn ihr damit wirklich Bullet Journal machen wollt. Ich überlege, ob so Stempel, Koloration damit gut funktionieren könnte. Glaube ich nicht. Ich kann sie nicht so sehr empfehlen, die Stifte. Aber ihr wisst ja, dass jeder seine Meinung haben darf. Nee, ich sollte schon die richtigen nehmen, sonst ist es gemein. So. Nein, ich arbeite auch nicht sehr sauber. Gebe es offen zu. Es ist aber auch erstaunlich mühsam. Denkt man sich, ach, mache ich mir mal gerade so eine Karte. Technik ist ja ganz simpel. Ist sie auch. Aber das hätte wahrscheinlich sogar mit den dünnen Stiften besser funktioniert. Da fehlen Linien. Das ist ja nicht schlecht. Da fehlen Linien. War euch das aufgefallen? Habt ihr im Video wieder mit mir geredet? Nee, das gefällt mir nicht. Wird das schön? Nicht wirklich, oder? Die Idee war toll. Sind wir doch mal ehrlich zueinander. Die Umsetzung nicht so. So, was lernen wir daraus? Gar nichts erstmal. Nur, dass uns das nicht gefällt. Das macht ja nichts, aber wir haben eine zweite Seite. Dann machen wir doch da jetzt was, was uns besser gefällt. Die andere Idee war nämlich, und das testen wir jetzt mal einmal auf der eh gefuddelten Seite, inwiefern wir einfach mit so Punkten arbeiten. Und das machen wir. Und jetzt überlegen wir uns auch da wieder, wollen wir eine Systematik machen? Und das würde ich jetzt tun. Und zwar würde ich grün, die beiden anderen Farben, grün, die beiden anderen Farben, grün. So, die beiden anderen Farben, grün, grün. Und dann wird das immer so weiterlaufen. Das heißt, ich werde hier gar nicht die beiden anderen Farben haben. Das werden solche Reihen werden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das cool wird. So, 1, 2. Die beiden anderen Farben, das heißt da, da.
Ja, also wer hier bereit ist, sorgsamer zu arbeiten, der kann auch diese Technik machen. Ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich gut aussieht. Aber ich habe das mit diesen Stiftspitzen tatsächlich nicht so hinbekommen. Vielleicht hätte ich mir mehr Zeit nehmen müssen. Und 1, 2, 3. Sieht jetzt schon cool aus, oder? Ich versuche es gerade möglichst gleichmäßig zu machen, deswegen bin ich gerade nicht ganz so viel am Reden, weil ich mich gerade tatsächlich konzentriere. Ich habe mich übrigens entschieden, wie ich das mit meinen Katzen und den Buchvideos mache. Ich bin gerade noch am Recherchieren, wie ich gegebenenfalls ein Video mit meinem Laptop aufnehmen kann, dass ich nicht in mein Handy schaue, sondern mit meiner Laptop-Kamera arbeite und euch da die Bücher vorstelle. Ich habe das auch schon alles vorbereitet und eine Top-10-Liste zusammengestellt und habe auch eine Entscheidung getroffen. Also es wird ein extra Katzenvideo geben und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Aber das wird auch richtig arbeitsintensiv. Das ist schade, aber nicht schlimm. So und blau. Oh, das sieht echt. Wieso habe ich da keine grünen? Da fehlen grüne Punkte. Na, wer hat mich schon darauf aufmerksam gemacht? Wer hatte es schon gesehen? Schon mal überlegen, welchen Gruß ich drauf packe. Auch überlegt, dass ich in der Konsequenz auch nicht nur sage, die Top 10 Bücher, sondern auch Top 10 Hörbücher, denn da gibt es für mich einen Unterschied. Also es gibt Autoren, die will ich nicht lesen, die will ich hören. Und es gibt Autoren, die kann ich nicht hören, die oder die möchte ich nicht hören, die möchte ich lesen. Kennt ihr das auch? Macht ihr da auch Unterschiede? Und ich habe sogar noch einen Top 5, theoretisch, da weiß ich aber noch nicht, ob ich das machen soll, Podcast. Denn eigentlich habe ich schon in meinen verschiedenen Videos darauf hingewiesen, welche Podcasts ich höre. Ich höre die übrigens immer, wenn ich euer Video vorbereite, also sprich, wenn ich hier alles aufräume und bereitstelle, höre ich immer Podcast. Und manchmal ist die Stunde um und ich bin noch gar nicht fertig mit Vorbereiten. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ja, und manchmal denke ich auch, Mensch, ich möchte auf der einen Seite jetzt Video drehen, aber ich kann währenddessen nicht mehr Podcast hören und dann bin ich ein bisschen traurig und hin und her gerissen. Also ich glaube, mein Fazit brauche ich nicht nochmal betonen, ne? Also ich finde, die 2,50 € könnt ihr euch sparen, um es nochmal deutlich zu sagen, auch wenn ich jetzt finde, dass dieses Kärtchen sehr hübsch geworden ist. Wir schauen einmal, wo wir es draufpacken, was ich denn noch so für Perlen habe. Ich müsste nämlich noch aus diesen Sets hier. Das müsste doch eigentlich ganz gut passen, ne? Diese Metallic-Sets. Genau. Jetzt ist die Frage, ob eine weiße Mattung freundlich wäre. Aber wenn dann nur ganz, ganz klein. Denke tatsächlich, nee, ich mache das tatsächlich mal ohne Mattung.
Und jetzt ist noch die Frage, was für ein Gruß und wie? Und außerdem ist die Karte schief, meiner Meinung nach. Das beheben wir mal gerade. Weil das schwierig ist, wenn ich jetzt überall einen Millimeter abschneide, dann muss ich auf jeden Fall das schwarze Papier noch ein bisschen zuschneiden. Das wirkt aber jetzt. Eigentlich habe ich relativ viel gleichmäßig abgeschnitten. Ich jetzt nicht verstellen kann, dass da was schief war. Dann war entweder mein Papier schief. Dann schneiden wir da auch noch mal was ab. Machen wir mal auf 9,4. Das passt eigentlich ganz gut. Ach ja, das kann man so lassen. Ich gucke jetzt mal spaßeshalber, ob ich irgendwas nehmen kann, was ich hier sowieso noch rumliegen habe. Ich muss das noch einmal gerade frei buddeln, weil ich habe ja hier meine verschiedenen Sachen. Ich habe natürlich einmal immer noch gar nicht so schlecht. Solche Sachen, das ist auch nicht schlecht. Das auch mit den Punkten. Ist nicht gar nicht verkehrt. Aber da müsste dann noch irgendwie ein Blümchen dabei, ne? Ja, Blümchen passt nicht so gut zu den Punkten. Das ist viel zu riesig. Überzeugt mich nicht. Aber irgendein Blümchen, irgendwas muss da noch bei. Ich habe aber keine Lust, was auszustanzen. Aber ich befürchte, da komme ich nicht drum rum. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier sind doch Blümchen. Na. Ihr seht, ich bin nicht zufrieden. Ich kram mal hier noch meine anderen Dosen durch. Ich habe ja hier so meine Action-Dosen. Rums. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch ein Thinking of You. Ist gar nicht schlecht. Und ich habe hier noch so ein Danke. Wir nehmen das Thinking of You. Das finde ich gut. Gruß von meiner Katze. Die findet das Video schon wieder viel zu lang. Die hätte gerne meine Aufmerksamkeit und Futter. Kennen wir ja. Gut, dann kleben wir es nur noch auf. Dann habt ihr schon mal wieder einmal gelernt, was man mit dem Scoreboard noch so alles machen kann. Also jegliche Form von Mustern in Form von Streifen. Geht ihr noch näher an den Rand mit dem Klebstoff? Oder reicht das so? Und den mit Abstand und entweder bis an den blauen Rand oder sogar. So, und ich würde den mit Abstand aufbringen. Einmal. Ja, das war das Kärtchen von heute. Und ich hoffe, ihr bastelt es kräftig nach. Vielleicht habt ihr schon direkt ein bisschen mitkreativelt. Genau, das würde mich noch interessieren. Wann
Und wo schaut ihr die Videos? Manche sagen schon nachts, wenn die anderen schlafen. Ist das, wenn ihr Schlafstörungen habt? Schaut ihr sie? Ich denke immer noch darüber nach, ob ich nicht doch noch. Aber ich lasse es wirklich so. Noch kurz denken, Sekunde. Irgendwie noch so ein. Ich habe da noch eine Idee, was gut aussehen könnte. Ich klebe es mal noch nicht drauf. Ich muss das mal gerade einmal suchen. So, was ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden. Ich habe aber andere Sachen gefunden, die auch relativ gut zu Thinking of You passen würden. Das könnte ich mir vorstellen. Das weniger. Und ich hatte noch eine Idee. Da war noch irgendwas gewesen. Ich habe noch eine Idee gehabt. Und zwar ist das ja dieses selbstklebende Band vom Action. Ihr erinnert euch, habe ich auch in irgendeinem Hall vorgestellt. Und ich habe mir überlegt, Mensch, das müsste man doch auch ausstanzen können. Das werde ich jetzt mal einmal ausprobieren. Und komme gleich wieder. Jetzt bin ich selbst gespannt, ob das funktioniert hat. Selbst wenn das, ich mich jetzt hier dagegen entscheide, wäre es ja trotzdem eine interessante Technik, um sich sehr einfach Ah, okay, ich habe es nicht gut durchgestanzt. Schade. Ich hatte gedacht, es wäre schon fertig. Ist die Frage, ob ich es nochmal durchkurbel oder eher mit einer Schere dran gehe. Ich probiere es mal mit einer Schere. Ich schneide es erstmal grundsätzlich raus. Ja. Hätte ich noch mal einmal mehr kurbeln sollen. Dann wären so die Details auch weg gewesen. Aber wir machen jetzt mal einmal die Schutzfolie ab. Dann können wir sehen, wo wir nachschneiden müssen. Nämlich zum Beispiel diese kleine Spitze hier. Und der Vorteil wäre, es wäre Glitzer und es wäre selbstklebend. Wie cool ist das denn, Wo ist mein Gruß? Da ist mein Gruß. Und dann noch mal einen in die andere Richtung. Und wie so ein Schnörkel hat. Was sagt ihr? Ist doch cool, oder? Probieren wir noch mal in die andere Richtung. Bin gleich wieder da. So, mal gucken, wie gut ich das diesmal ausgekurbelt habe. Ich versuche es jetzt mal direkt hier zu schneiden. Dann sehe ich nämlich, wo die Schablone ist. Bin ich auf dem Bild? Ich bin gar nicht im Bild. Entschuldigung. Hab's jetzt gerade. Das macht aber keinen Sinn. Ich versuche gerade, das irgendwie optimal. Huch, oh, jetzt habe ich ein Blatt abgerissen. Das macht nichts, weil das eh das Blatt gewesen wäre, was ich verborgen hätte. Ich nehme ja nur die drei Blätter. Muss es aber gleich trotzdem einmal aus der Schablone rausholen. Ich habe jetzt schon extra ein Papier drunter gelegt. Dass ich hoch, aber das große Gerümpel weg habe.
Und hier muss ich jetzt noch mal einmal. Oh ja, da habe ich gar nicht gut gestanzt. Da hat die Maschine nicht gut gestanzt. Da arbeite ich jetzt mal einmal mit Scheren nach. Katze lässt noch mal grüßen. Ne, Mili? Ich stelle ein tolles Video von euch. Mili, dein Schwanz ist nicht durchsichtig. Dann sag wenigstens einmal Hallo in die Kamera. Ja, es sind keine Siamkatzen, die reden leider nicht. Es sei denn, es geht ums Futter. Also wenn sie vom Futtern abstehen, dann können die ganz hervorragend mauzen. Ansonsten geben meine Katzen sehr häufig sehr lustige Geräusche von sich, dass ich manchmal denke, Taube? Vielleicht doch eine Taube? So, das passt. Jetzt war meine Idee, das so zu machen. Ungefähr und wird einmal schauen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es haben will, ob ich es in dem Rahmen haben will, dass es raussteht. Denn dann müsste ich ja hiermit auch deutlich weiter rüber gehen. Oder ob ich es gleichmäßig haben will, auch noch so eine Entscheidung. Na, das gefällt mir zum Beispiel nicht. Machen wir es auch einfach so. Wie war es auch immer so schön, mach kein Kosim draus. Katzenhaar. Komisch, wo das wohl herkommt. So, zack. Aufgeklebt, du auch. Aufgeklebt. Das Katzenhaar wollen wir noch weg haben. Das will aber nicht weg. Pinzette. Mili, du hast dich verewigt. Aber wie? So. Kärtchen fertig. Okay, dann sagt mir doch mal, ist ein bisschen schief, gerade ein bisschen richten. Sagt mir doch mal, was euer Fazit zu den Stiften ist. Euer Fazit zu den Stiften, doch, war richtig. Habt ihr sie schon gekauft? Werdet ihr sie kaufen? Was sind eure Erfahrungen? Was sind eure Empfehlungen? Und ansonsten, bis bald. Eigentlich war das Video schon fertig und eigentlich ist es sogar schon auch fertig gedreht, geschnitten. Aber mir ist eingefallen, dass ich jetzt zukünftig immer bei allen Stiften einmal diese Smoothing-Technik ausprobieren wollte. Mal kurze Frage. Weiß jemand von euch, heißt es Smoothing mit TH oder Smooshing mit SCH? Also, das heißt, ich wollte einmal wissen, wenn ich das Ganze auf Plastik male. Und das mit Wasser ansprühe, ob das funktioniert. Das wollte ich jetzt einfach zukünftig bei allen Stiften mal einmal ausprobieren. Und da wäre ich jetzt hier keine Ausnahme. Wobei ich die Annahme habe, dass es nicht funktionieren wird. Aber solange wir es nicht probiert haben, ist es nur eine Vermutung und kein Wissen. Und gleich wissen wir es. Also ich habe jetzt auf ein Stück Plastik wild rumgemalt, sprühe jetzt Wasser drauf. Ja, das habe ich mir gedacht. Das reagiert nicht groß. Ja, doch, ein bisschen schon. Und jetzt kann man das nehmen und auf ein Papier auftragen. Ja, schon fast ein bisschen viel Wasser. Ich tropfe. Und dann kann man so smoothen, smooth.
Ja, das ist eben die Frage. Aber ihr seht, es vermengt sich, es vermischt sich und es wird dann eher braun. Also ich habe auch einen Effekt, aber nicht so wie bei den anderen Stiften. Also das finde ich jetzt nicht so überzeugend. Aber wollte ich noch ausprobieren. Okay, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.